ist das Einführungsvideo von diesem aktuellen Postura-Paket mit dem Thema Krafttraining und Muskelaufbau mit Qualität. Wenn ihr dieses Paket bestellen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail mit dem gewünschten Thema und eurer Adresse. Mehr Informationen über die Postura-Pakete findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Geheimnis von einem guten, qualitativ guten Krafttraining liegt an das Zusammenspiel zwischen einerseits der Interaktion zwischen Knochen, Faszien und Innenmuskeln und andererseits der zu trainierende Außenmuskeln. Und wie funktioniert das? Indem ich meinen Körper mit meiner Wahrnehmung und mit ganz bestimmten Referenzpunkten im Körper erstmal vorbereite und begleite zu ihrer inneren, internen faszialen Stabilität. Also in dieser Interaktion zwischen Faszien, Innenmuskeln und Knochen. Das hat das Ziel, das ist das Ziel von diesem aktuellen Postura-Paket, also von den Übungsvideos, die dazu gehören. Es möchte diese Interaktion schulen. Das heißt, die Faszien und die Fußmuskeln aktivieren lernen, bevor wir die Übung durchführen. Die Aufrichtung der Beinachse, die Integration des faszialen Beckenbodens mit der restlichen Rumpfaszien, die Präsenz von dem Psoas, die Aktivität des kleinen Brustmuskels, die Kopfposition und so weiter und so fort. Welche Vorteile hat das? Was bringt mir den Körper erstmal so vorzubereiten, auch wenn so eine Mühe macht am Anfang? Das bringt, dass das Training selbst viel intensiver ist. Das heißt, ich trainiere, ich baue den Muskeln, den Außenmuskeln auf mit der Integration der ganzen Körperkraft. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch für den Alltag. Es bringt mir eine Menge. Das heißt, ich habe am Ende nicht nur ein aufgeblüsteter Muskel, sondern es hat auch einen Sinn. Also der Körper modelliert sich als ganzes Konstrukt in eine schöne Form und bringt mir Energie im Alltag. Der zweite Vorteil ist, dass meine Gelenke gesund bleiben. Ich behalte meine Flexibilität und meine Stabilität im Körper. Das heißt, ich übe nicht auf Kosten von dieser Integrität, also von dieser Flexibilität und Stabilität und Freiheit an den Gelenken spalten. Und der dritte Punkt, das Training ist eben nachhaltiger und körpergerechter. Was können wir machen, wenn wir das Training ein wenig intensiver haben wollen? Es gibt zwei Möglichkeiten und ganz wichtig ist die Reihenfolge, diese Möglichkeiten zu nutzen wissen. Also die Reihenfolge ist sehr wichtig. Die erste Reihenfolge, wenn ich ein Training intensivieren möchte, dann intensiviere ich diese Interaktion, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Das heißt, ich investiere ganz viel Wahrnehmung an meinem Körper mit diesen Referenzpunkten, damit er diese Kraft von innen aufbaut, diese Stabilität von innen. Das ist die Zug-gegen-Zug-Kräfte im Körper, die in alle Himmelsrichtungen sich durchziehen, dann integrieren. Dann habe ich eine Intensität des Trainings und das kann ich ein wenig modellieren auch. Das heißt, es ist eine Entscheidung in dem Moment, wie intensiv ich das Training haben möchte. Wenn ich diese Intensität habe, dann kann ich an den nächsten Schritt, an die nächste Möglichkeit gehen und das ist mehr Gewichte nehmen. Wenn ich einen Muskel mehr aufbauen möchte, in dem Sinne mehr aufplustern möchte, also mehr Muskelfasern bauen möchte, dann verwende ich mehr Gewicht und weniger Wiederholungen mit Sets, also Trainingseinheiten. Wenn ich einfach mehr Ausdauerkraft haben möchte, dann nehme ich einen geringeren Widerstand, also weniger Gewicht und dafür mehr Wiederholungen. Wo sollte die Grenze aber sein von diesem Gewicht nehmen? Also wann sollte ich stoppen, doch mehr Gewicht zu nehmen? Dann, wenn ich eben auf Kosten von meiner Körperhaltung arbeiten muss. Also deswegen diese Reihenfolge so wichtig. Erstmal den Körper vorbereiten, aufbauen von innen und dann die Kraftübung durchführen. Wenn die Kraftübung mir diese Interaktion zwischen den Faszien, Knochen und Muskeln erlaubt,
dann grünes Licht. Merke ich aber, dass diese Durchführung der Übung mich aus dem Lot reißt, also diese biomechanische Neutralität des Körpers verliere, dann, es ist natürlich eine Entscheidung und jede Entscheidung für sich selbst, aber meine Empfehlung ist, dann lieber weniger. Ich möchte euch ein Beispiel geben anhand dieser Hanteln im Stehen. Ich nehme die normale Übung für den Bizeps und wenn ich einfach auf nichts achte und loslege mit der Bizepsübung, mit diesen Hanteln, dann merke ich, dass mein Körper schon einfach aus dem Lot gerissen wird. Und ich verwende einen Schwung oder eine Verschiebung der Körperteile, um diese Übung durchzuführen. Wiederum, wenn ich auf meine Fußausrichtung achte, die Fußmuskeln aktiviere, die Beinachse aufrichte, meine Rumpfaszien mit dem Beckenboden integriere, sowie die Streckung der Wirbelsäule und die Kopfposition über den Atlas so positioniere, dann kann ich langsam die Übung durchführen und ich merke eine viel größere Intensität und mein Körper hat viel mehr am Ende davon. Also er nützt alle Vorteile von diesem Krafttraining. Merke ich, dass das Gewicht zu viel ist, dann kann ich ein geringeres Gewicht nehmen, vielleicht 2 halbe Liter Flaschen oder sogar ohne Gewicht und ich verwende einfach nur diese Intensität der Faszien, Innenmuskeln und Knochenaufrichtung. Jetzt ein paar Tipps für das Training. Erstmal die Muskeln aufwärmen. Wenn ich merke, dass ich mich heute wenig bewegt habe oder dass es vielleicht kälter ist, dann brauche ich ein mehr Aufwärmen. Ich kann eine kleine Runde joggen gehen, ein bisschen Seil springen oder schnelles Walken oder einfach schwingen. Schaut, dass die Muskeln in einer bestimmten Temperatur schon vorbereitet sind. Also die Durchblutung sollte schon ein bisschen angeregt sein, um Verletzungen zu vermeiden. Viel trinken, das ist auch wichtig. Wenn ihr diese Krafttraining ausübt oder trainiert oder Muskelaufbau macht, dann ist es wichtig, einen Tag Pause dazwischen. Gerade wenn ihr nur eine Muskelpartie arbeitet, wie der Quadrizeps oder Bauchmuskeln und ihr am nächsten Tag das Gleiche machen wollt, da ist empfehlenswert, eine Pause dazwischen zu machen, einen Tag Pause. Um einen Trainingseffekt zu sehen, um ein Resultat zu sehen, ist es empfehlenswert, mindestens 3-mal pro Woche zu trainieren. Und wenn man den Muskel ein bisschen unterstützen möchte, dann auf jeden Fall auf die Proteine achten. Also in Form von vielleicht Hülsenfrüchte oder Tofu oder wer Quark mag, dann Quark. Es gibt natürlich Proteinpulver, das ist je nachdem, was wir wollen, welches Ziel wollen wir erreichen und wie intensiv das Training ist, in einer längeren Zeit gesehen auch. Aber normalerweise braucht ihr keine Proteinpulver, sondern einfach nur auf eure Ernährung achtet, dass ihr eine gute Basis habt. Wenn du eine Frau mit Periodenzyklus bist, dann ist es empfehlenswert, ein intensives Krafttraining in der Follikelphase durchzuführen. Ab dem Eisprung bis zur Menstruation ist es eher empfehlenswert, ein massives, weniger intensives Training zu machen und am besten ist so ein entspanntes Ausdauertraining durchzuführen in dieser Phase. So habt ihr viel mehr Profit von diesen Trainings, als wenn ihr gegen diese Zyklusphasen arbeitet. Das hat etwas mit den Hormonen zu tun. Und als letztes, aber sehr, sehr wichtig für mich und schon erwähnt, während des Trainings sei dabei, also sei anwesend. Lasst euch nicht ablenken mit irgendwas, sondern begleite euer Körper dabei und ihr wird merken, dass das Training viel intensiver ist und schneller Resultate erzielt, als wenn ihr einfach nur irgendwas anderes denkt, während ihr die Bewegung durchführt.
So, das war's für heute. Wenn ihr auf diese Punkte achtet, auf diese paar Empfehlungen, wird ihr eine Menge Freude haben in eurem Krafttraining. Und wenn ihr das Paket bestellt habt, dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Videos und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben!